Hallo ihr Lieben und Willkommen. Es ist der 13. Oktober und heute startet in Elder Scrolls Online das Hexenfest. Hierzu mal so ein kleiner kurzer Guide mit allem, was ich bis jetzt in Erfahrung bringen konnte. Also, zuerst gehen wir mal, nein, nicht in die Sammlung, sondern in den Shop. Dort ist jetzt aufgetaucht besondere Angebote, die Krähenpfeife. Die wenigsten Krähenpfeifen sind dafür bekannt, dass sie während des Hexenfests mehr als einige Vögel herbeirufen können. Findet heraus, welche mehr für den zügigen Geheimnisse euch erwarten. Das ist prima, die ist nämlich umsonst. Die brauchen wir auf jeden Fall, das startet die ganze Geschichte. Doppelklick oder E und dann gekauft. Krähenpfeife erfolgreich erstanden. Dann im Inventar geschaut, da ist sie. Einmal aktivieren. Bei näherer Betrachtung merkt ihr ein sanftes gelbes Licht aus dem Inneren. Die Innenseite des Krähenrufers scheint von aufwendigen Siegeln verziert zu sein. Und den direkt benutzen? Oh. Ein Besteller, den es nach Macht verlangt? Komm, Schnitter, komm näher! Hexenmutter Olivier, die wird damit nämlich beschworen. Wollen wir mal schauen, was sie hat. Der Tod, den ihr verursacht habt, umgibt euch noch immer. Was für ein angenehmer Geruch. Doch man kann die Brut von diesem Jahr nicht mit der Ernte vom letzten füttern. Ich brauche etwas Frischeres, um euch meine Gefälligkeit zu erweisen. Was für eine Gefälligkeit sie wohl meint? Das Gebräu einer Hexenmutter, um den Gestank des Todes zu verstärken. All das für eine Handvoll Reagenzien. Mit einem Kürbis als Grundlage und Eingeweiden, die irgendeinem quiekenden Viech entrissen wurden, für mehr Fülle. Okay, also Kürbis und Eingeweide. Und vielleicht noch etwas. Tamriel ist übersät mit gefährlichen Höhlen. Die stärksten Kreaturen dort sind der Weizen unter der Spreu. Erntet sie. Ihre Essenz wird euch umgeben und meinem Gebräu den richtigen Geschmack verleihen. Also wir sind jetzt der Ernter. Dann bestätigen wir das nochmal. So, ich habe jetzt schon mal einiges abgeschlossen, aus Versehen direkt, denn alles, was schon im Inventar ist oder in der Bank, zählt dazu. Ein Kürbis hatte ich wohl noch da. Erste Reagenz, Kürbis. Wo finden wir einen Kürbis? Erstmal könnt ihr bei den verschiedenen Gildenhändlern schauen. Haben wir nicht hier vorne direkt welche? Ja. Die stehen dann hier zum Beispiel rum. Und die könnten eventuell eine haben. Ansonsten in allen möglichen Kisten, Fässern, Säcken, was ihr so findet. In der Weltgeschichte können Kürbisse drin sein. Das ist eine ganz normale Kochzutat. Wir gucken jetzt einmal eher bei Erwulde. Gibt es irgendetwas, das ich für euch tun? Ob die vielleicht sogar einen Kürbis hat. Das wäre dann bei Verbrauchsgüter. Ich hoffe, dass das bei Nahrung ist. Normale Qualität hat der Kürbis. Da ist schon mal nix. Handwerk. Handwerk, genau. Handwerk, Versorgen und Material. So, hier ist jetzt zum Beispiel kein Kürbis dabei. Da könnt ihr einfach in sämtlichen Städten einfach mal die Gildenhändler durchgehen. Irgendjemand wird Kürbis zum kleinen Preis haben. Ansonsten schreibt mich an oder sucht im Channel, im Gebietschannel. Und so ein Kürbis kostet nichts, kostet ein paar Gold. Oder ihr habt halt die Ausdauer und guckt mal eben in ein paar verlassenen Dörfern auf der Karte. Nicht unbedingt jetzt hier, weil das wäre ja dann Diebstahl. Da ist zum Beispiel Mate drin. Hätte jetzt auch ein Kürbis sein können. Ihr braucht nur einen. So, zweite Zutat. Erstmal schauen wir uns das nochmal an. Da, Festtagsevents. So taucht das auch bei euch im Journal auf. Dann Innereien. Gar nicht so schwierig. Wenn ihr so kleine Viecher rumlaufen seht. Ratten, Eichhörnchen, Kaninchen. Diese kleinen, komischen, quiekenden Dinger, wenn man draufhaut, die dann zerplatzen. Die können Innereien dabei haben. Sehr häufig sogar. Wenn man den Luxus hat und ISO Plus zum Beispiel hat, dann sammelt man so viel Innereien, die landen dann automatisch immer da drin. Oder tun sie das nicht? Ich meine, bevor ich jetzt hier was erzähle, prüfen wir das nochmal eben. Wo könnte das denn sein? Alchemie? Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall Innereien von kleinen Viechern. Das sind die Level 1, die auch keinen Skill haben. Hier, da vorne steht zum Beispiel einer. Hier, diese kleinen niedlichen Dinger, die laufen ja auch irgendwo im Woll rum. Zusammen mit Ratten und hast du nicht gesehen, Kröten. Haut die einfach um und nach ein paar habt ihr auf jeden Fall Innereien dabei. Etwas schwieriger wird es bei der Essenz des Todes. Da in dem Questtext
steht außerhalb von Cyrodiil, dachte ich, okay, das ist auf jeden Fall nicht in Cyrodiil, sondern außenrum, sprich jedes normale Land. Und es stand bei den stärksten Gegnern. In den gefährlichsten Gewölben. Ist mir erstmal eingefallen, stärkste Gegner, was findest du da? Raid-Bosse. Das war nicht so naheliegend, weil ich denke mal, die wollen das machen, dass jeder diese Questreihe auch machen kann. Diese Quest brauchst du zum Starten, damit du hinterher Schädel sammeln kannst. Da kommen wir später nochmal zu. Also haben wir gedacht, gut, Raid wird es nicht sein. Gehen wir in die Instanz. Instanz, Gegner haben es nicht, alles klar. Das ist okay. Erster Boss hat es nicht. Ja, ist ja klar, muss ja ein bisschen Aufwand sein. Letzter Boss hat es nicht. Ich so, schon mal an mir selber gezweifelt. Dann so überlegt, so, Gewölbe, Gewölbe, irgendwo hast du das schon mal gehört. Ja, und zwar gehen wir dafür auf die Karte. Gewölbe sind alle Stellen mit einer Fackel. Da ich die Maus ausgestellt habe, ist das jetzt ungefähr zentral hier auf diesem Ausschnitt. Nördlich von dem Totenkopf, den ich hier zum Blinken bringen kann. Da oben drüber befindet sich ein Gewölbe. Da gehen wir jetzt sicher, das ist nämlich irgendwie so ein bisschen weit. Wo können wir denn mal hin? Genau, hier. Wegschein der Obsidianschlucht. Links daneben ist ein Gewölbe. Und dieses Gewölbe ist sehr klein. Folgedessen würde ich das auch empfehlen, mit jedem Char die Quest hier zu machen, weil ihr da so schnell durch seid und eure Essenz des Todes habt. Also werden wir uns erstmal dahin teleportieren. Einmal geklickt. Nochmal geklickt und bestätigt. So, man hört schon wieder fleißig die Anker rasseln. Den werden wir jetzt erstmal ignorieren und in das Gewölbe reinmarschieren. Da sieht man wieder eindrucksvoll, Anker ist gelandet. So, dann gehen wir in das. Aufgepasst, steht Gewölbe dran. Passt. Wenn ihr in irgendeine Höhle reingeht und da steht nicht Gewölbe, war es wohl die falsche und ich würde fast davon ausgehen, dass ihr die Essenz des Todes dort auch nicht bekommt. Wie es in diesen öffentlichen Gruppenverliesen ist, weiß ich nicht. Zählen eigentlich auch als Gewölbe? Würde ich jetzt einfach mal tippen. So, dann laufen wir hier so ein bisschen rein. Ihr seht, die Karte ist sehr klein. Ihr könnt noch nicht direkt hier links rum. Oder? Nein. Da können wir nämlich nur von einer Seite, quasi wenn wir einmal in der Runde gelaufen sind und den Boss besiegt haben. Hier sind noch so ein paar Eier. Nichts Großartiges. Na, wollen die jetzt Streit anfangen und lassen mich in Ruhe? Ah gut, die lassen mich in Ruhe. Die braucht ihr nämlich auch nicht. Wir brauchen nur den Besitzer, so gesehen, dieses Gewölbes, den Boss. Wir wissen, jede Höhle, jedes Gewölbe, jedes Verlies hat einen Boss. Die sind jetzt nicht unbedingt sehr stark. Guck mal, hier wartet auch schon einer. Fünf. Haben sich wohl auch überlegt, Mensch, das ist so ein kleines Verlies, Gewölbe. Da gehen wir doch mal direkt rein. Hier spawnt er auch gleich wieder. Müssen wir erstmal ein bisschen Geduld haben. Wir können ja mal ein paar Mal unsere Bälle da reinschmeißen. Der wird nämlich ziemlich schnell K.O. sein bei so vielen Spielern. Also lieber ein bisschen eher den Schaden verursachen. Und? Na, wir nehmen den Flammenstab. Damit kann ich auch ganz schnell losdritzeln. Hier, die Script, diese kleinen Dinger, genau so heißen die. Die haben jetzt Krabbler gedroppt, wie ihr rechts auf dem Bildschirm sehen konntet. Die droppen auch manchmal innen rein. Da kommt er, oder? Die Raben picken seine Reste auf. Na komm, er scheint es schon. Sonst mache ich hier Fahrstuhlmusik an. Den Topf, den wir da vorne gerade gesehen haben, der wird später nochmal wichtig. Da kommen wir nachher zu. Och, komm schon. Das kann doch gar nicht so schwierig sein. Na? Ist es das? Nee. Der macht irgendwelche Spirenzchen. Wie ihr schon seht, ich bin hier von Untoten umgeben. Das hat folgende Bewandtnis. Wir bekommen nämlich gleich eine andere Pfeife. Und da passiert dann was. Jetzt entweder dieser kleine Boss hier spawnt. Könnten wir auch eigentlich weitermachen im Programm.
Ihr könnt die Quest mit jedem Char machen. Ah, guckt, da ist er ja. Oh, so schnell kaputt. So, siehe da, Essenz des Todes gefunden. Sprecht mit Hexenmutter Olive. Diese befindet sich in Steinfälle. Und zwar hier. Sprecht mit Hexenmutter Olive. Oder Olive. Olive klingt doch nett. Also, Wegschreien bei den Brüdern des Zwists. Einmal hingerusht. Und dann werden wir sie gleich mal besuchen. Ja, mal du mal dein Sternbild. Geht gleich weiter. Es ist nicht sehr aufwendig. Die Quest kann man machen. Sobald man hinter bei dem Schädel sammeln ist, kommen wir gleich zu. Ist das eigentlich normales Weiterspielen plus Bonus. Man muss jetzt nichts großartig Besonderes machen. Das ist ganz nett. Alles, was nebenbei geht, wo man sich nicht drauf konzentrieren muss, ist immer super. Also, wie habe ich da am leichtesten hingefunden? Ist ja erst ein paar Minuten her. Also, hier war gleich irgendwie so ein Durchgang. Genau. Dann da hinten hochreiten, richtig. Sieht gut aus. Alles klar, hier bin ich schon falsch. Hier hoch. Genau. Wir reiten dann nämlich, guck mal auf der Karte, da in Richtung dieser Bergformation. Ah, der Schnupfen ist so ätzend. Und dann hier hoch. Upsala, ein zu weit. Und da. Da geht's tatsächlich hoch. Wieso auch immer mein Gaul das diesmal nicht geschafft hat. So, von hier jetzt. Flapp. Sauber. Man kann bestimmt auch noch irgendwie leichter dahin. Ernst? Häng ich jetzt hier fest oder was? Nee, nur das dicke Pferd hängt fest. So, siehe da, wir sind jetzt oben. Ich glaube, man kann über die andere Seite auch viel leichter hoch. Aber das dauert jetzt auch nur ein paar Sekunden, wenn man sich nicht so doof anstellt wie ich. Schnief. Und wir sind da. Dann besuchen wir Olivers Brauerei. Moin. Und wie wir sehen, es ist mächtig düster und gruselig hier und überall schreien die Leute und... Ach. Der Schnitter kehrt mit der Ernte zurück. Das bin ich. Ich habe mitgebracht, was ihr wolltet. Ja, der Geruch des Todes eilt euch voraus. Das sollte passen. Sehr gut sogar. Denk an den Handel. Was jetzt, Schnitter? Erblickt die wahre Fülle eurer Ernte. So, dann müsst ihr ein bisschen warten. Denn sie kocht uns erstmal ein feines Süppchen. Einen großen Schluck. Ja, das klingt doch sehr verlockend. Ein feines Mahl, das Königen wie Tyrannen munden würde. Gelüstet es euch nicht, davon zu kosten, liebster Schnitter? Ich bin mir nicht so sicher. Ihr seid so weit gekommen, nicht wahr? Trinkt aus dem Kessel. Fühlt, wie das Gebräu der Hexenmutter euch durchströmt. Zögert nicht, Schnitter. Die Ernte wartet nicht. So, die Quest abschließen. Und dann müssen wir jetzt... Na? Wie war das noch? Ach so, wir müssen jetzt eigentlich was trinken. Merkwürdig. Was sind das jetzt hin? So, das Gebräu. Machen wir mal kurz einen Cut und gucken mal, wo das Gebräu ab ist. So, Rätsel gelöst. Ha, eigene Dummheit. Und zwar, wir bekommen von ihr ein Andenken.
Da ich das mit dem anderen Char schon bekommen habe, ist das anscheinend ein bisschen seltsam und er hat es eigentlich schon. Also, bei Sammlungen guckt ihr unter Andenken die Pfeife der Hexenmutter. Diese Pfeife ruft herbei Raben. Und diese Raben manifestieren ein Gebräu der Hexenmutter. Sogleich weggeschlürft. Und siehe da, willkommen im Club der Toten. So. Ja, wie man sieht, die Quest ist soweit durch. Wenn wir in dieser Gestalt sind, wir können das mal eben prüfen. Zack, zack, zack. Da, Gebäude Hexmutter. Verwandelt ein liebes Skelett gegen die Möglichkeit, Plünderschädel von Anführern zu erbeuten. Und 100% mehr Erfahrung. Das ist erstmal top. Das gilt bis, ich glaube, Ende des Monats. Ja, Ende Oktober müsste das gehen. Also haben wir jetzt schön knapp 2 Wochen Zeit, ordentlich schnell zu leveln und Plünderschädel zu holen. Plünderschädel ist ein Item von epischer Qualität. Könnt ihr benutzen. Woraus dann ein paar kleine Halloween-Speisen oder so rausfallen. Rezepte für den Versorger. Aber auch. Machen wir doch mal hier den Chat aus. So, für mehr Konzentration. Es droppen daraus auch Handwerksstilblätter. Die können wir dann auch alle sammeln. Die kann man auch dann hier nachschauen. Feiertagsevent. Hexenfest haben wir jetzt. So, verdient den ersten Plünderschädel. Da kommen wir gleich zu, wo es die gibt. Da. Kapitel über Handwerksstile. Da könnt ihr dann den Stil der Kürbisfratze für Äxte, Gürtel, Stiefel, hast du nicht gesehen, alles Mögliche erlernen. Ich wette, dass der für den Kopf irgendwie ein geschnitzter Kürbis ist. Das wäre bestimmt mega für so eine kleine Halloween-Party. So, viel wichtiger, wir müssen erstmal Plünderschädel bekommen. Wo bekommen wir die her? Wir bekommen Plünderschädel von jedem Instanzboss. Wir bekommen Plünderschädel von jedem Boss vom Anker. Ja, die dunklen Anker am Ende der Boss. Und, das habe ich jetzt selber noch nicht ausprobiert, aber das liegt sehr nahe, von diesen kleinen Verliesen, wo wir am Anfang auch waren, um die Essenz des Todes zu kriegen, sollte eigentlich auch ein Plünderschädel droppen. Er ist immerhin auch ein Boss. Jetzt kein besonders großer, aber da eben welche in Skelettformationen da rumstanden, wenn die es nicht umsonst gemacht haben. Wahrscheinlich kann man sogar den Spawn abwarten und sich dauernd Schädel holen. Das werde ich gleich probieren. Das ist eine super Möglichkeit, ganz viele Schädel ganz schnell zu bekommen. Ja. Was es sonst noch so alles gibt, habe ich keine Ahnung. Es gibt bestimmt noch das ein oder andere kleine Haustier. Und irgendwelche anderen versteckten Goodies. Aber das ist doch schon mal cool. Der Buff läuft 2 Stunden. Danach könnt ihr den einfach wieder aufstellen und eure ganze Gruppe kann raustrinken aus diesem schönen Bottich. Der verschwindet erst nach geraumer Zeit oder wenn er leer getrunken ist. Wir können auch einfach Q drücken, unter Sammlerstück gehen und das dann unter den 1 Million raussuchen. So mache ich das. Geht wesentlich schneller. Pfeife der Hexenmutter. Zack, reingelegt. Können wir die im Kampf auch einfach benutzen. Schon ist wieder Rabenzeit. Zurück auf den Trank. Gut, in dem Fall ist es der Heiler. Essence, der Magiker. Zack, da ist der Trank wieder, wenn euer Buff mal abläuft. Der Buff wird nicht beendet mit dem Tod. Darum ist es auch sehr angenehm, dass er 2 Stunden läuft. Ja, und dann fröhliches Schädelsammeln, würde ich sagen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und lasst doch bitte einen Daumen da, teilt es auf Facebook oder sonstigen Medien und bleibt uns gewogen. Auf Wiedersehen.